Das Tor des Friedhofs in Dietkirchen bei Neumarkt weist auf seinen Charakter hin. Filigrane Eisenranken bilden Muster, goldene Elemente halten sie zusammen. Die Kirche St. Stephanus umgibt einen Friedhof, der ganz besonders gestaltet ist. Ausschließlich schmiedeeiserne Kreuze und rote Rosen schmücken die Gräber. Das hat eine bestimmte Bedeutung, erklärt Kirchenpfleger Andreas Schummel. Mir gefällt besonders eben die Einheit mit den Rosen. Es ist jeder gleich, jedes Grab ist gleich. Es gibt keine besseren oder keine schlechteren. Und auch die schmiedeeisernen Kreuze sind zwar alle verschieden, aber sagen trotzdem immer wieder das Gleiche aus. Und es ist überall Handwerkskunst, nicht industriell gefertigt. Individuell wie auch jeder Mensch, der in dem Friedhof begraben ist. Und das, glaube ich, spiegelt unser Friedhof ganz deutlich wieder. Jeder Mensch ist gleich, aber es ist jeder ein Individuum für sich. Die Idee für diese Art der Gestaltung stammt von Johannes Baptist Weiß, der ab 1928 40 Jahre lang Pfarrer in Dietkirchen war. Vor Gott und dem Tod sind alle gleich. Auch Weiß selbst, dessen Grab ebenfalls ein Eisenkreuz und Rosen zieren. Die Kreuze hat der Pfarrer über Jahre an unterschiedlichen Orten gesammelt. Sie unterscheiden sich vor allem durch Kleinigkeiten, sagt Mesnerin Theresia Gütlein. Wenn man durch den Friedhof geht und die einzelnen Gräber anschaut, dann merkt man gleich, dass das keine einheitlichen Kreuze sind, dass die gesammelt sind. Und wir mussten die Kreuze, die der Herr Pfarrer Weiß uns zur Verfügung gestellt hat, nehmen, wie er sie uns angeboten hat. Die einen etwas größer, wuchtiger oder besser verziert oder ganz einfach kleiner, aber jedes in seiner Art halt schön. Die Details sind vielfältig. Sonne und Mond, Blüten oder Gesichter verbergen sich in den handgefertigten Kreuzen. Es gibt Kreuze mit weniger Goldelementen und welche mit üppigem Schmuck. Eingefasst sind die Gräber von einfachen Ackersteinen aus der Umgebung. Moos bildet oft eine weiche Hülle. Am Anfang war es für Pfarrer Weiß nicht ganz leicht, diese Art der Gestaltung bei allen durchzusetzen. Deshalb wurden die Gräber erst nach und nach umgestaltet, erklärt Gütlein. Dabei versuchte der Pfarrer, die Menschen auch mit praktischen Argumenten zu überzeugen. Der Herr Pfarrer Weiß hatte in unserer Pfarrei schon ein bestimmtes Gewicht. Und er hat auch gesagt, es ist besser, wir haben hier rote Rosen, die man nicht so viel pflegen muss. Die Pfarrei setzt sich auch zusammen aus verschiedenen kleinen Dörfern. Und vor allem früher, in der Nachkriegszeit, musste man zu Fuß hergehen, die Gräber pflegen. Und es war einfacher, die Rosen zu pflegen, es wie Blumenstöcke zu gießen, jeden zweiten Tag im Sommer. In den 70er Jahren ergab sich dann ein einheitliches Bild, das die Kirchenverwaltung bis heute bewahrt. Und so umrundet die Kirche St. Stephanus außen ein Rosenmeer. Die Rosen blühen selbst jetzt im November noch, wenn auch weniger als zur ersten Blüte im Sommer. Im Frühjahr sind die Gräber einheitlich mit Tulpen bepflanzt. Um die Düngung der Rosen und die Pflege des Rasens kümmern sich die Gemeindemitglieder gemeinsam. Der Rest ist Sache jedes Grabbesitzers. Wegen seiner Einmaligkeit ist der Dietkirchener Rosenfriedhof inzwischen weithin bekannt. Am Eingang erinnert ein Gedenkstein an den Begründer dieses besonderen Friedhofs, Pfarrer Weiß. Auch er ist umrankt von roten Rosen.